Hallo zusammen und guten Morgen aus dem Ibis José Maloa Hotel in Lissabon. Heute geht's weiter auf unserer Europa Food and Travel Tour und ja, wir verlassen Portugal heute. Wir sind schon am Zusammenpacken, gefrühstückt haben wir schon und ja, es geht heute nach Griechenland. Freust du dich schon da? Das ist jetzt schon das vierte Land, das wir auf dieser Reise besuchen. Und wir fahren jetzt nicht zuerst nach Athen oder fliegen da. Wir fliegen da zuerst hin, aber dann steigen wir um und wir fliegen auf eine Insel. Ich lasse das jetzt nochmal ein bisschen offen, ein bisschen spannend. Jetzt fahren wir dann erstmal zum Flughafen und ja, dann geht es Richtung Athen, Griechenland. Chaotisch, oder? Ja. Nicht so schön. Ganz lange Schlange, alles sehr hektisch, dunkel auch, die Lichter ja. Dunkel. Und viele Personen, sie weiß oder nie genau mit dem Stock kennen, so. Sie brauchen immer Tüte, auch von da und da, die Tüte, das so. Dass sie faul und sie brauchen Zeit mit dem Schäfchen, mit dem, wie heißt das? Mein Hahn. Ja, mit dem Band, ja. Ja. Okay. Aber es geht weiter. Das einzig Positive an dem Flughafen war jetzt die Anfahrt mit der U-Bahn. 1,50 pro Person, das war ziemlich effizient. Ansonsten so viele Leute auf engem Raum, kühle Atmosphäre, die Leute nehmen wenig aufeinander Rücksicht. Da geht es in China gemäßigter zu, deutlich gemäßigter. Aber jetzt geht es weiter nach Athen und nach Griechenland. Der Flug mit Aegean Airlines, weiß ich, wie man es richtig betont, dass die, glaub, die nationale Fluggesellschaft von Griechenland war, ja, war okay, aber das Essen war, wie man gesehen hat, jetzt leider nichts.
gut, ja. Aber wir sind angekommen in Athen, in Griechenland. Flughafen ist schon mal deutlich freundlicher, oder? Ja. Schöner, genau. Fühlt sich cool an. Ja. Und genau, wir haben ja jetzt noch gut 2 Stunden Aufenthalt hier und dann geht's weiter. Und da, ja. Weil ich habe ja da aussuchen lassen, einen Ort kann sie sich aussuchen in Europa und der hat dann gegen Venedig und Paris sogar gewonnen. Wo wolltest du hin? Santi Oni. Lustig, oder? Sie kann den Ort nicht mal richtig aussprechen. Ja, ist schwierig, oder? Ja. Santorini. Ja, Santorini. Genau, die berühmte Insel hier in Griechenland. Okay, ja. Dann fliegen wir halt dahin. Ist ja unsere Hochzeitsreise auch. Alles gut. Okay, also, da geht's runter und dann weiter. Noch eine halbe Stunde bis zum Abflug, sollte gleich Boarding sein und ja, es ist schon dunkel, leider. Das wäre jetzt schön gewesen, von oben die Inselwelt von Griechenland zu sehen, aber ja, ist halt so. Und wir haben aber geplant, dass wir dann von Santorini mit der Fähre zurück nach Athen fahren und ja, das wird dann auch ein Video sein, deswegen abonniere unseren Kanal, damit du das Video, wie auch alle zukünftigen Videos, nicht verpasst. Auch ganz wichtig, auf die Glocke drücken, weil nur so bekommst du dann auch die Benachrichtigung, wenn wir die Videos veröffentlichen. Und ich glaube, es geht dann auch schon gleich los. Der kürzeste Flug meines Lebens. Ja, genau, jetzt noch kurz auf das Gepäck warten und dann haben wir ein Taxi gebucht, weil die Stadtbusse fahren zu dieser Uhrzeit nicht mehr. Genau, ich glaube, das hat 35 Euro gekostet, 16 Kilometer zu dem berühmten Ort Oia und genau, okay, dann haben wir es gleich geschafft. Sind wir angekommen. Okay, es ist so ruhig und das also, ist traumhaft. Wie auf den Bildern, oder? Obwohl es ja, jetzt genau. Schon dunkel ist. Ja, wie heißt Ciao wie das Bild, oder? Ja, schaut aus wie auf dem Bild. Ja, genau. Okay, schauen wir mal rein. Noch kurz zum Abschluss. Jetzt sieht man draußen eh nicht so viel auf dem Video.
mit Jacuzzi draußen. Und wir haben jetzt einmal ein bisschen mehr Geld ausgegeben, wobei es war immer noch sehr erschwinglich vom Preis. Das ist die Honeymoon Suite, also passt ja zu dem, was wir machen. Ja. Genau. Und hat 118 Euro, glaube ich, gekostet pro Nacht. Ja. Toll. Toll. So cool. Und hier, sie hat gesagt, das ist Bad. Oh je. Schau mal die Dusche. Oh. Das ist eine richtig kleine Höhle. Ja. So süß. Okay. Gut. Das war ein langer Tag. Dann machen wir Schluss für heute. Im nächsten Video schauen wir uns dann Santorini mit euch zusammen an. Okay, danke fürs Zuschauen und bitte lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn ihr das Video gefallen hat. Guten Abend aus Santorini, Griechenland, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss, gute Nacht!